ramme ich die Fahne der Aufklärung in den Boden. Und jetzt muss man mal Folgendes sehen. Es gibt einen natürlichen Treibhauseffekt. Kann ich nur sagen, Gott sei Dank gibt es ihn. Gott sei Dank. Dieser natürliche Treibhauseffekt hat die Erde überhaupt erst bewohnbar gemacht. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt wäre es bei uns so kalt, da wäre gar nichts, schon gar kein Leben. Der Planet würde total verkletschern. Dank dieses natürlichen Treibhauseffekts haben wir heute angenehme 15 Grad Celsius. Dieser natürliche Treibhauseffekt wird verursacht von Kohlendioxid, von Wasserdampf und Methan. Auf der Erde gibt es einen Treibhauseffekt und der führt dazu, dass die Erde eben nicht minus 18 Grad kalt ist. Wenn die Erde nämlich keine Atmosphäre hätte, würde sie die Energie der Sonne ja zurückstrahlen. Dann hätte sie minus 18 Grad Celsius. Ja, schon schweinekalt. Nee, sie hat eine mittlere Temperatur von 15 Grad plus. Und das hat mit der Atmosphäre zu tun, mit dem Treibhauseffekt. Ramme ich die Fahne der Aufklärung in den Boden. Und wir haben uns auch sein Buch besorgt und wir wollten natürlich auch wissen, welche gefährliche globale Erwärmung denn Harald Lesch in seinem Buch ausweist. Und die einzige Stelle, die wir im Buch gefunden haben, ist sofort am Anfang auf der Seite 14, wo auf einer ganzen Seite eine Grafik mit einem sogenannten Steckbrief Erde gezeigt wird, wo eine mittlere Oberflächentemperatur von plus 15 Grad Celsius ausgewiesen wird. Ein Hinweis im Buch, dass dieser Wert aber seit 150 Jahren überhaupt nicht überschritten worden ist, findet sich im Buch nicht. Ramme ich die Fahne der Aufklärung in den Boden? Hier ganz besonders diese interessante Variante, die wurde ja auch schon publiziert in Gazetten, die man hierzulande Zeitungen nennt und in Büchern, ja, dass die Sonne daran irgendeinen Teil haben sollte an der Erwärmung, weil die mal Ausbrüche hat, mal mehr oder weniger. Was für ein Wahnsinn. Die Astronomie hat sich um nichts mehr gekümmert als um den nächsten Stern, der 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Wir wissen, welche Variationen in der Strahlung dieses Sterns passieren. Aber das hat nichts mehr mit der Erhöhung der Temperatur in den letzten 50, 60 Jahren zu tun. Gar nichts mehr. Das kann man hier nämlich sehen. Hier gucken Sie sich mal an, 1860 bis 2010. Hier ist die Variation der Sonnenflecken. Und schauen Sie sich an, wie das CO2 nach oben schießt. Schauen Sie sich an, wie die Temperatur nach oben geht. Man kann es noch ein bisschen deutlicher machen. Im nächsten Bild sieht man es noch deutlicher. Hier haben wir also tatsächlich die globale Temperatur und hier sehen Sie, dass die Sonne alles andere als irgendeinen Anteil daran haben könnte. Also das Thema kann man vergessen, habe ich auch keine Lust mehr darüber zu reden. Schauen Sie sich an, wie die Temperatur nach oben geht. Man kann es noch ein bisschen deutlicher machen. Im nächsten Bild sieht man es noch deutlicher. Hier haben wir also tatsächlich die globale Temperatur und hier sehen Sie, dass die Sonne alles andere als irgendeinen Anteil daran haben könnte. Also das Thema kann man vergessen, habe ich auch keine Lust mehr darüber zu reden. Wie es offenbar längst klar ist, wir brauchen gar nicht drüber zu reden, habe ich gar keine Lust mehr drüber zu reden. Also lassen Sie nichts erzählen, dass die Sonne da irgendeinen Einfluss gehabt hat. Das ist alles Stuss, ja. Also die kalte Sonne, ich kriege Zustände, wenn ich davon höre. Ja? Wir wissen ganz genau, dass es die Treibhausgase sind, die die Erwärmung antreibt. Also ich habe Ihnen was mitgebracht, nur wie gesagt zum Nacharbeiten. Das ist der niemals gefundene Zusammenhang zwischen den Sonnenflecken und dem Anstieg der Temperatur. Hier sehen Sie es mal, zwischen 1860 und 2000 ist die Sonnenaktivität hier unten. Hier sehen Sie, was mit dem Kohlendioxid ist. Hier oben sehen Sie, wie die Temperatur steigt. Also wie man auf den Gedanken kommen kann. Aber ich will, ich denke an deinen Magen, Junge, lass das. Ja? Also ich habe es Ihnen nur mal mitgebracht, das können Sie auch mal benutzen für Ihre Vorträge. Sehen Sie hier unten, also die Sonne hat mit diesem Anstieg überhaupt nichts zu tun. Himmel, Herrgott, Sakrament nochmal. Ich habe es Ihnen nur mal mitgebracht, das können Sie auch mal benutzen für Ihre Vorträge. Sehen Sie hier unten, also die Sonne hat mit diesem Anstieg überhaupt nichts zu tun. Himmel, Herrgott, Sakrament nochmal. Also Sie sehen hier, wie der Beitrag zum Klimawandel ist, dass die Treibhausgase den maximalen Anteil und auch das ganze Geschwätz von der Sonne und so weiter, dieses dumme Gehorr. Also wissen Sie, wie mir das auf die Nerven geht? Wenn es Menschen gibt, die wirklich nur Meinung haben und keine Ahnung, ja, die über wirklich, man kriegt Zustände, Sodbrennen, die Lynchdrüsen wachsen, Wissen Sie, es ist so deutlich, dass es wirklich
Also dass es nichts mit der Sonne zu tun hat. Die Sonne ist natürlich der massive Energielieferant hier, Gott sei es gepriesen und gepfiffen, aber die Sonnenaktivität, dass die nennenswert auf den Klimawandel Einfluss haben könnte, dass es Leute gibt, die dann Bücher schreiben, die kalte Sonne und lauter so ein Schwachsinn, ich fasse es nicht. Da sieht man doch, also das ist doch auch wieder so ein bisschen diese Sepp Blatter-Geschichte. Ja? Wissen Sie, wie das Klima in Katar ist? Der Deutsche Hochschulverband hat den Vorschlag unterbreitet, in das Strafgesetzbuch einen Straftatbestand einzuführen, der Wissenschaftsbetrug heißt. Weil ich finde, dass wir heutigen Erwachsenen unsere eigenen Nachkommen betrügen.